So, also ich habe wieder alles bis hier hingespielt. Wir sind jetzt wieder an der Position. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Wie gesagt, wir müssen ja aufpassen, weil ja da oben diese komischen Dinger hier sind, die auch so kratzen können. Und ich denke, das ist nämlich auch. Das Problem ist, dass wir da eigentlich gleich den Kopf treffen müssten, dass die weg wären. Noch mal einer. Können wir von denen auch was holen? Ne. Weil vorhin, wo wir nämlich gestorben sind, wo wir bei dem einen nämlich genau den Kopf getroffen haben, dann ist er ja gleich draufgegangen. Ist ja nicht dein Ernst, oder? Oh. Ja, da wäre, glaube ich, diese Schrotflinte nicht schlecht. Aber dann können wir natürlich überhaupt nicht mehr viel mitnehmen. Aber wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank den Speicherpunkt. Wo ist der jetzt hin? Jetzt kommt er. Oder? Er war doch gerade da. Da hinten ist er. Ja, jetzt kommen beide. Komm, einen Hammer. Beide. Perfekt. Und ich glaube, jetzt wäre nochmal ein guter Zeitpunkt, um das hier alles abzuspeichern. Das werden wir jetzt auch machen. Da mache ich aber nicht meinen neuen Speicherstand, sondern nochmal den ganz neuen. Wir wissen ja nicht, was jetzt hier passiert. So, wir müssen auf jeden Fall hier hin da. Strahlung bleibt alles noch. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier reinkommen. Super. Oh Leute, ist doch nicht normal. Jetzt ist hier zu. Ja, da ist komplett zu. Ah, was ist das hier? Ein Versteck. Wir haben jetzt ja schon so viel Verstecke eigentlich gefunden in letzter Zeit, aber irgendwie ist da nie irgendwas drin. Zombies. Jetzt haben wir keine Stalker-Söldner mehr, sondern nur noch Zombies. Sogar jede Menge. Wir sind jetzt hier noch zwei. Müssen wir aufpassen, weil unsere Gesundheit ist nämlich fast am Ende. Das kann man immer gebrauchen. Also so Verbände kriegt er eigentlich genug hier im Spiel. Warte mal, dann mal die Strahlung auch gleich runter. Gott sei Dank. So, Medikit, Munition. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall nur das Wichtigste mit. Weil wir jetzt wieder viel zu weit weg sind. Habe ich keinen Bock hier alles zurückzuschleppen. Was ist denn hier passiert? Ist das ein Artefakt? Ne, Knochenteile. Wo müssen wir hin? Dahinter. Na, jetzt werden schon wieder mehr angezeigt. Schaut hin. Naja, da ist einer. Schauen wir mal, ob wir durch die Halle hier durchkommen. Oh, hier sind auch jede Menge. So, jetzt haben wir schon 7 Stück hier. Und wenn die mal treffen, dann treffen sie aber auch gleich richtig.
keine Chance. Jetzt weiß ich nicht, ob man... Na, da. Doch, da kommen wir schon hoch. Ja, bleibt halt hier stehen. Ah, der eine lebt noch. Mal schauen, ob die hier um die Ecke kommen. Ja, da kommen sie. Wir werden aber irgendwie immer erwischt. Immer noch drei Stück. Wir haben doch eigentlich vorhin mit diesem Visier sehr gut getroffen, vor allem auf die Entfernung. Und jetzt? Medikit, Verbände. Wir werden noch angezeigt, immer noch vier. Die Strahlung ist hier abnormal. Da haben wir Munition. Na, da gehe ich jetzt nicht rein. Da schaut mal die Strahlung an. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, mit dem Anzug, jetzt müsste man sagen, ihr habt ja die Strahlenwerte her so gut mit dem Anzug. Jetzt stell mal vor, ihr hättet den Anzug nicht. Hey. Schon wieder so ein Scheißding. Vergiss es. Warte mal, was kriegen wir von dem hier? Schnorkfuß. Genau, wir sollten ja irgendwelche Teile von einer Schnorkleiche eigentlich holen. Boah. Da schaut man, es wird immer mehr. Gerade war es wieder 5. Haben wir es jetzt? Da hinten läuft noch einer. Und einer wird noch angezeigt. Das muss dann der letzte sein. Boah, der hat mich fast. Ist ja Wahnsinn. Wo ist denn jetzt? Jetzt geht drauf. Jetzt momentan sind wir bei 0. Aber da muss noch irgendwo so ein Vieh sein. Da ist er. Boah, ich steck fest. Wenn du natürlich daneben springst, besser für mich. Dann nehmen wir lieber unser Messer, um Munition zu sparen. Und wenn er denkt, jetzt sind wir natürlich so weit weg und wir haben unseren Anzug bekommen. Da ist noch eins. Da kommt er doch. Komm, geht drauf. Jetzt. Ich hasse diese Viecher. Können wir auf jeden Fall schönes Geld machen mit dem Anzug. Aber so ein Bandagen, glaube ich, hat jeder dabei. Schaut mal an, was für ein Schlachtfeld hier.
Medikit. Granate. Oh, ich könnte eigentlich mal mitnehmen. Wir sind halt jetzt wirklich richtig im Strahlengebiet. Die Strahlung lässt halt überhaupt nicht nach. So. Aber ich glaube trotzdem, wenn wir in ein neues Gebiet hier gehen, dass es dann, glaube ich, automatisch gespeichert wird, oder? Ja, wir wollen es jetzt mal nicht riskieren. So. Wir sind im Labor. Schauen wir mal. Das Geheimversteck. Was war jetzt das hier? Strahlung minus 20. Ne, okay, das wäre, glaube ich, werden wir momentan auch brauchen. Oh, ich will da nicht runter. Alles nur Tote hier. Glück gehabt. Hey. Dann haben wir schon wieder Blutung. Da ist schon wieder so ein Teil. Sag mal, gehst du eigentlich auf die Zombies auch los? Nein! Super! Wir werden jetzt mal die Waffe tauschen. Vielleicht ist das eigentlich wirklich nur auf die Entfernung so gut. Dann probieren wir jetzt mal das hier. So, jetzt müssen wir die auch erst nochmal ausschalten. Ja, ich denke, dass das sogar besser ist. Kommt denn der jetzt her? Ist der tot? Schaut so aus, oder? So, jetzt warte mal, jetzt tun wir den da oben mit rein, tun die Strahlung weg, nehmen so ein Medikit. Ne, der ist noch nicht weg. Alter. Ja, geht doch an die Leiter. Aber jetzt seht ihr schon, mit dem Ding hier haben wir eigentlich an der Strahlung so nichts mehr. Was machen wir jetzt? Ja, seht ihr mal das Visier? Das ist schon gut. Ja, da trifft er eigentlich super. Der. Geh halt drauf. Wo ist denn der hin? Ah, jetzt genau hier unten drunter. Was machen wir? Ein Wappen schnell oder? Oder mal, müssen wir so hinkommen? Da ist er. Ja, das Visier ist besser. Eindeutig viel besser.
wo kam jetzt der noch her? Dann mal, welche Munition ist das? Das ist sogar die. Na? Da ist nichts weiter. Auch mal ein bisschen in die Ecken schauen. Nicht, dass wirklich noch irgendwo ein gutes Artefakt oder irgendwas rumliegt. Warte mal, was muss ich machen? Das erste Kontrollmodul ausschalten. Da seht ihr, da trefft ihr aber auch gleich den Kopf. Nein! Gott sei Dank. Komm her. Irgend so eine komische Mutation, was die hier alle haben. Da liegt ein Kopf. Was sind jetzt die anderen, die ich getötet habe? Bin ich lieber an der Oberfläche oben. Kisten. Boah, schaut euch mal das an. Genug Munition. Das glaube ich heißt immer nichts Gutes. Medikit. Da können wir eigentlich die Kisten auch gleich anschauen, wie schön hier sind. Ah, die können wir wegschmeißen, die brauchen wir nicht. So, jetzt sind wir eigentlich so weit, dass man sagen kann, wir machen nochmal einen Speicherstand und machen mal Messungen. Ist ja jetzt egal, wir brauchen ja nicht immer wieder einen Namen hier reinschreiben. Boah, der dreht mit dem Fuß ein. Was ist mit dir los? Ach, ey, Gott sei Dank haben wir gespeichert. Schaut euch mal das an. Ey, da hat man jetzt wirklich Glück. Kurz vorher. Okay. Und dann würde ich sagen, das passt auch. Wir werden in der nächsten Folge genau hier weiterspielen. Ich hoffe mal, dass wir die zwei dann irgendwie ohne, dass wir großartig Schaden nehmen, wegkriegen. Ich hoffe natürlich, dass unser Speicherpunkt auch passt, dass wir jetzt nicht genau gespeichert haben, wenn die auf uns zukommen. Werden wir sehen. Alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.